Salzburgs Kinder sind zu dick. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern zum Teil erheblich und gesundheitsgefährdend. In konkreten Zahlen heißt das, 20.000 Salzburger zwischen 4 und 14 Jahren leiden an krankhaftem Übergewicht. 2.000 davon sogar derart krass, dass sie deswegen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Höchste Zeit also für ein Gegensteuern. Christoph Lindenbauer über das Projekt Easy Kids. Die österreichische Gesundheitskasse, das Land Salzburg und der Vorsorgeverein AWOS haben das Projekt Easy Kids entwickelt. Es geht darum, in 30 Gratiskursen Kinder und ihre Eltern zum Ändern ihrer Ess- und Lebensgewohnheiten zu motivieren. Nach Corona nötiger als je zuvor. Gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, auf die Kindergesundheit zu achten und mit diesem Projekt auf übergewichtige Kinder zu schauen und sie dabei zu unterstützen, gemeinsam mit ihren Familien, diese überflüssigen Kilo wieder wegzubekommen. Denn wir wissen, übergewichtige Kinder werden als Erwachsene früher krank, haben früher Folgeerkrankungen wie Diabetes, wie Bluthochdruck und viele andere Erkrankungen. Und wenn man hier rechtzeitig ansetzt, kann man viele Folgeerkrankungen und persönliches Leid für die Betroffenen verhindern. Genau deswegen ist auch die Ärzteschaft aktiv in das Projekt Easy Kids eingebunden. Die Eltern hätten lieber gerne eine Tablette, die nehme ich oder nehme ich nicht, ja, und damit ist die Sache erledigt. Aber eine Verhaltensänderung hat niemand gern. Ja. Und Müttern zu sagen, das Kind ist zu dick, ist eine Bedrohung der Mütterlichkeit. Ja. Sie werfen mir vor, ich ernähre mein Kind nicht richtig. Also das ist ganz ein schwieriges Thema. Vorerst sollen rund 200 fettleibige Kinder zusammen mit ihren Eltern in den Kursen betreut werden. Damit ist Easy Kids das größte derartige Projekt Österreichs. Im Vergleich zu den 20.000 übergewichtigen Kindern wirkt es aber wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich habe vor Jahren schon vorgeschlagen, bitte schmeißt einmal die Getränkeautomaten aus die Schulen aus. Diese Cola-Automaten und Fanta-Automaten, die in den öffentlichen Schulen stehen. Wir reden in der Politik ständig drüber, über diese Problematik, und wir stellen dann in den Schulen sozusagen diese Getränkeautomaten auf. Wir bieten in den Schulen Süßigkeiten noch und nöcher an, weil die Kantineure ja auch irgendwie leben müssen. Also das ist uns offensichtlich wichtiger als die Gesundheit der Kinder. Wir brauchen in der Schule einfach auch im Unterricht das Thema Ernährung, das Thema Gesundheitskompetenz. Das kommt in der Schule im Unterricht nicht vor. Also auch das gehört dringend im Unterricht mit aufgenommen. Zu viel Zucker auf dem Speisezettel, da widerspricht wohl niemand. Den Vorwurf des Nichtstuns lässt die Politik aber nicht auf sich sitzen. Die meisten oder sehr, sehr viele Cola-Automaten sind schon weg, speziell bei jenen Schulen, und die werden von Jahr zu Jahr mehr, die mitmachen bei gesunde Schule. Also dieses Thema haben wir schon im Griff. Stöckel verspricht zudem, sich auch für die tägliche Turnstunde in den Schulen einzusetzen.